So, dich würde ich gerne noch mitnehmen und dich würde ich gerne noch mitnehmen. Und dich und dich und dich natürlich auch. So, und ihr seid mir dann egal. Und dann haben wir hier Kohle. Und zwar schon wieder gar nicht wenig, deswegen klatschen wir wieder mal Kohle an die Wand. Zack und zack und zack. Gut, da oben wäre die nächste Kohle. Das heißt, hier würde ich rausgehen. Da weg, da weg, da weg. Und dann kommst du nochmal weg. Wunderbar, und dann kommst du noch weg. Auch gut. Da unten ist sonst nichts mehr. Okay, dann kann ich hier theoretisch Schotter mitnehmen. So, das war die Ecke, aus der ich gekommen bin. Da oben ist gerade Tageslicht. Wunderbar, hier hinten war ja auch noch irgendwo Kettenreaktion. Dann würde ich da doch noch mal eine Fackel hinsetzen. Okay, dann machen wir den da mal. Nächste Spitzhacke. Den da mal. Und dann würde ich hier sagen, hier einer weg, da einer weg, da ist schon wieder Kohle. Da einer weg. Aua. Da habe ich jetzt nicht drüber nachgedacht. So. So, so, so. So, so, so. Okay. Und ansonsten kaum noch was. Ah. Hihi. Okay, das ist auch Erde. Das kann man dann mal von oben gucken. Dann sehen wir ja da mal die Lücken. Okay. So, das Gezuppel hier können wir auch mitnehmen. Und dann sind wir hier auf jeden Fall auch schon mal fertig. Kann ich das sogar zumachen, wenn ich das wollte? Aber warum sollte ich das tun? So, und dann kann man von hier oben lang. Hier hinten war ja jetzt alles erledigt, ne? Ja, genau. Hier hinten war jetzt alles erledigt. So. Da drüben. Den Schotter kann ich eigentlich lassen. Ich bin der Meinung, da
drüben war auch alles erledigt. Wir können hier wieder Zeug abladen. Dann können wir hier uns ein bisschen Eisen zubereiten. Und dann waren hier die Lücken, oder? Ja, wahrscheinlich schon. So, da oben ist wieder eine Spinne. Auf die habe ich gerade wenig Lust. Jetzt düsen wir mal wieder ans Ende hier. Da ging es ja auch noch lustig weiter, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Da ging es ja auch noch richtig lustig weiter. Da haben wir Eisen in der Wand. Ah nö, da war eine Sackgasse. Okay, dann können wir hier auch gleich sauber machen. Wenn hier eh eine Sackgasse ist, dann müssen wir da ja auch nicht mehr weitergehen. Genau. Zack. Und dann holen wir uns hier einfach den Spaß von der Decke und holen den Spaß von der Decke. Wunderbar, die Kohle haben wir. Da haben wir Erde. Da haben wir noch Kohle. Und da haben wir noch Kohle. Auch gut. Hier hätten wir noch Kohle. Und dann haben wir hier noch Kohle. Und da. Und da. Und irgendwo anders haben wir auch noch Kohle. Ach, da am Boden waren die noch. So und so. Wie schaut es denn hier aus? Das sieht gut aus. Wie schaut es denn da aus? Da und da. Nö, das sieht alles in Ordnung aus. Dann würde ich dich nochmal mitnehmen. Und dich. Und dich. Heieiei. Okay. Dann geht es hier nochmal einen hoch. Zack. 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 Und dann würde ich den ganzen Spaß hier nochmal zupflastern. Muss ja nichts sein. Alles klar. Zack, zack. Und Schienen können wir eigentlich... Ach, pfeift doch drauf. Die können wir theoretisch ja auch alle einsammeln und uns dann ein eigenes Schienensystem überlegen. Auf der anderen Seite, wenn die Höhle eh schon da ist, da war ja noch eine. Wenn die Höhle eh schon da ist, warum soll man sie dann nicht nutzen? Also. So. Das war ja die andere Sackgasse. Das heißt, hier können wir auch lustig Kohle einsammeln. Kohle und Kohle. Kohle und Kohle. Da machen wir hier nochmal zu. Und irgendwo hier hinten war ja auch noch dieser Spawner. Wunderbar, dann würde ich hier nochmal zubauen. Du und du. Genau, so. Und dann würde ich dich mal mitnehmen.
Ah, da bin ich, glaub, runter. Okay. Gut, also hier können wir das Eisen nochmal mitnehmen. Theoretisch auch die Kohle. Ach ja, warum nicht? Wenn sie eh da ist. Okay. Dann stellen wir uns mal hier hin und holen die Kohle mit. Genau, und die Kohle da, die würde ich eigentlich fast. Die kann da bleiben. Weil sonst müsste ich da jetzt wirklich runter und da habe ich keine Lust drauf. Nicht schon wieder. So, aber das ist alles schön und gut. Oh. Das ist alles schön und gut miteinander verbunden. Ach komm, machen das jetzt mal so. Das wird dann ja sogar fast passen. Zack. Und das ist der Spinnenspawner. Genau. So, jetzt bin ich ja doch da unten. Deswegen würde ich eigentlich hier fast mal sagen, hey, ist okay, machen wir zack. Und zack. Dann kommen wir hier nämlich da hoch. Dann kann ich hier nochmal sagen, jupp, 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 jupp. Und den lasse ich. So, aber hier würde ich gerne nochmal zumachen. Zack. Zack, zack, zack. Und dann können wir hier einfach ganz normal hoch. Dich nehme ich mit. Dich nehme ich mit. Dich nehme ich mit. Wunderbar. Ach ja, das reicht so. Und dann hätten wir das hier auch erledigt und dann könnte ich da eigentlich sogar zumachen. So, irgendwas ist hier runtergeplötzelt. Da. Es schneit! Faszinierend. Okay, da drüben ist ein Creeper. Dem möchte ich eigentlich jetzt nicht begegnen. Dann können wir hier aber noch ein bisschen Kohle einsammeln. Und hier noch ein bisschen Kohle. Und da noch ein bisschen Kohle. Und da noch ein bisschen Kohle. Und da. Oh Mann. Also die Kohle, das ist echt der Hammer, die wir gerade kriegen. So. Da unten ist auch noch Zeug. Da ist auch Kohle. So, die nehmen wir mit und die nehmen wir mit. Und dann nehmen wir dich mit und dich mit. Und dich mit. Wunderbar. Und dann geht's hier runter. Da gibt's Kohle. Da geht's weiter und da ist die Sackgasse. Und hier könnte man dann theoretisch weiterarbeiten. Wenn man das wollen würde. So. Und theoretisch. Ah, da ist noch Eisen. So, theoretisch. Theorie oder Theoriestuhl. Je nachdem, wie man das sehen will. Würde ich einmal hier lang gehen und dann holen wir hier die Kohle nämlich. Nein! Auch nicht. Okay, gut, also hier sind wir dann lustig in diese Höhle gekommen. Das heißt, ich müsste jetzt auf der anderen Tour, wenn ich da lang gehe, so, wenn ich hier lang gehe, dann müsste ich da ja hinkommen, wo ich gerade die Kohlen aus der Wand gepflückt habe. Also einmal geht es dann nämlich hier runter. Und da habe ich hier einmal eine Kohle.
Und da wäre ich ja da auch lang gekommen. Und nichtsdestotrotz würde mich interessieren, wo jetzt dieser Zombie-Spawner ist, den ich mir gegönnt habe. Der ist ja hier.